Ein heftiger Lesemonat geht zu Ende. Hi, ich bin Friederike und heiße dich herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. Heute schauen wir uns einmal die Zusammenfassung von meinem Lesemonat Oktober an, in dem ich 38 Bücher beenden konnte. Diese 38 Bücher teilen sich auf in 28 gelesene und 10 gehörte Bücher und alle weiteren Sachen schauen wir uns jetzt einmal an. Weiter geht's auf jeden Fall. Insgesamt ist es der zweitbeste Monat, beziehungsweise der erste geteilte Monat. Also März und Oktober habe ich gleich viele Bücher beenden können, was super ist, gar keine Frage. Ich würde behaupten, der Grund, warum ich jetzt nochmal deutlich mehr geschafft habe als sonst, liegt daran, dass ich ja im Oktober das erste Mal Leserunden hatte, sodass ich 8 Bücher mir sowieso direkt vorgenommen habe. Und hinzu kommt halt auch noch, dass ich irgendwie dann auch zum Beispiel den Lesemarathon hatte. Ich verlinke dir das Video oben gerne. Und dadurch kommt halt nochmal ein bisschen mehr zusammen. Also so kam es auf jeden Fall zustande. Und bei den 28 beendeten gelesenen Büchern hat es insgesamt 10.498 Seiten umfasst. Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich mit Abstand der Platz 1 ist. Ich weiß nicht, wie es da im März war, aber ich glaube, ich habe noch nie 10.000 Seiten in einem Monat gelesen. Und die Hörstunden waren insgesamt 114 Hörstunden, eben verteilt auf 10 Hörbücher. So sind auf jeden Fall die grundlegenden Zahlen, Daten und Fakten. Und hinzu kommt dann auch noch eine durchschnittliche Bewertung von 3,66 Sternen, was ich tatsächlich nicht vermutet hätte. Also ich dachte wirklich, die Tendenz ist noch näher zur 4, einfach weil ich schon häufig 4 und 4,5 Sterne vergeben habe. Aber anscheinend haben die Lowlights da so ein bisschen was reingerissen. Ich weiß es nicht. Insgesamt bin ich auf jeden Fall doch sehr zufrieden. Also die Qualität, wie gesagt, habe ich mir irgendwie, kam mir besser vor, als sie ist. Aber ist absolut in Ordnung. Also ich möchte mich da nicht beschweren. Und insgesamt hatte ich auf jeden Fall sehr vielfältige Geschichten. Und eine Sache habe ich allerdings als Learning mitgenommen, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Denn erstmal geht es weiter mit eben den Low- und den Highlights. Also, ich hatte 4 Lowlights. Nicht so gut. Ich blende dir 2 davon ein und 2 kann ich dir zeigen. Wie gesagt, der Lesemonat, schaust dir da an. Da habe ich ja näher beleuchtet und erzählt, warum die Bücher Lowlights waren. Aber auf jeden Fall war für mich It Starts With Us von Colleen Hoover ein Lowlight. Denn es war einfach zu unspektakulär und langweilig, als dass es dieses Buch hätte geben müssen. Also ist es nur meine Meinung, wenn es dir gefallen hat, freut mich das sehr. Und ich habe auch wirklich bei 90% aller Rezensionen gesehen, dass die Leute begeistert sind und Highlights schreien. Ich sehe es halt einfach nicht, weil dafür ist zu wenig rübergekommen. Dafür gab es zu wenig Beziehungsentwicklung, dadurch habe ich es zu wenig gefühlt. Und insgesamt war es einfach alles zu perfekt. Das Wort wurde auch sehr oft verwendet. Habe ich nicht verstanden, finde ich persönlich sehr unspektakulär und langweilig, weil dann hätte man einfach so einen 80 bis 100 Seiten Epilog wieder als E-Book rausbringen können und fertig ist der Lack. Naja, so viel auf jeden Fall zu dem Buch. Außerdem ist das zweite Buch, was ein Lowlight war, Punk 57, habe ich ja ausführlich drüber gesprochen im Lesemonat. Für mich war das Buch einfach nichts, weil die vielen Themen, die vorkamen, überhaupt nicht ausgearbeitet waren. Also da hätte man noch das einfach ganz anders machen müssen. Zudem war meines Erachtens nach der interessante und wichtigste Aspekt in dem Buch, aber das ist ja Wahrnehmung, ist gewesen, dass die Protagonistin nicht sein konnte, wer sie tatsächlich ist. Und das wurde für mich auch nicht aufgelöst. Und deswegen, mal abgesehen von dem Verhalten untereinander, also das war eine Katastrophe, aber okay, darüber hätte ich noch hinwegsehen können. Aber nee, das war leider auch gar nicht meins. Und dann kommen wir zu den beiden Büchern, die ich dir zeigen kann. Und zwar haben wir da einmal Sister of the Night. Ich weiß nicht, was mit der Reihe ist. Für mich ist sie auf jeden Fall nichts. Mir ist sie zu strategisch und es passiert zu wenig. Und leider sind die spannenden Szenen auch nicht spannend. Außerdem finde ich die Protagonistin echt nicht sympathisch. Und so Dreiecksgeschichten und hin und her springen und so. Naja, überzeugt mich halt einfach nicht. Und das letzte Lowlight ist dann einmal Something So Perfect. Habe ich mit Tanja von Miss Drunken Cherries Bücherstapel im Buddyread gelesen. Und ja, nachdem uns Band 1 positiv überrascht hat, war das ein Reinfall. Der Protagonist war 25 und ging einfach gar nicht klar. Also wirklich eine Katastrophe von Mann und sie hat es mit sich machen lassen. Und ich verstehe nicht warum, weil man kennt ihn schon. Also Matthew kennt man aus dem ersten Band, da ist er der Sohn der Protagonistin und da war er halt anders. Und dann wurden so Begründungen geliefert und so, wo ich mir denke, oh Gott.
Oh Gott. Und auch wichtige Themen hätten hier Platz finden können, wurden noch angerissen, aber absolut nicht gut umgesetzt. Und gerade gegen Ende, es war einfach eine Katastrophe in meinen Augen. Aber naja, ist ja Geschmackssache. Und ich bin auch noch gespannt, ob ich dann zu Band 3 greifen werde oder nicht. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Von den weniger erfreulichen Resultaten, die in meinem Lesemonat vorkamen, zu den erfreulicheren, und zwar zu Empfehlungen. Ich muss gerade gucken, wo ich sie hingepackt habe, hier unten. Ein Buch hast du davon im Lesemarathon gesehen, das andere dann eben im Lesemonat. Und zwar haben wir da einmal Dirty. Ich muss sagen, auf jeden Fall die Triggerwarnung, beziehungsweise wenn du das Buch lesen willst, informiere dich darüber, insofern du getriggert werden kannst, denn kann man definitiv, wenn man dafür anfällig ist, gerade für diese Thematik, das möchte ich noch erwähnen. Aber es hat mir sehr gefallen, denn obwohl es sehr körperlich war und der Klappentext ja sich liest schon wie so ein Softporno, hat es eine sehr ernsthafte und sehr spannende Thematik. Und ich persönlich mag das extrem gerne, wenn auf einmal so eine Tiefe kommt, die man nicht erwartet und vor allen Dingen eine Thematik, die ich so, glaube ich, auch noch nie gelesen habe. Zumindest fällt mir kein Buch ein, was die gleiche Thematik behandelt. Und dementsprechend war es eine wirkliche Überraschung und ich kann es dir empfehlen, wenn du eben erotische Sachen magst und gleichzeitig offen bist für was Neues. Und das zweite Buch ist Das Fest der Liebe. Das ist ein Rezensionsexemplar. Und hier geht es eben um Chanukka und darum, wie das eben ist und so. Und es war mal was anderes, denn ich meine, wie viele Bücher habe ich über Chanukka gelesen? Kein einziges. Wie viele gibt es? Ich weiß es nicht. Und von daher fand ich das super cool. Und auch wenn es ein paar Sachen hatte, die ich ein bisschen fragwürdig fand, hat es mich alles in allem gut unterhalten und war, wie gesagt, erfrischend. Also wirklich, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Schau dir sonst eben den Lesemonat einmal an. Da habe ich ein bisschen mehr über das Buch gesagt. Dann hatten wir außerdem, beziehungsweise hatte ich außerdem noch 4 Abbrüche. Vielleicht sogar auch mehr, ich weiß es nicht, aber ich war irgendwie extrem, ich weiß nicht, kann es launisch nennen. Auch da kommen wir gleich zum Learning, die hänge ich gleich an, damit ich das nicht immer weiter hinauszögere. Und so kam es dann eben dazu, dass ich relativ schnell relativ genervt war und dann gesagt habe, okay, ciao, denn diese 4 Bücher habe ich, ach nicht, ich habe 5 Bücher, ja, auf jeden Fall 5 sind es mindestens gewesen, das eine habe ich als Hörbuch gehört, auf jeden Fall habe ich die dann immer direkt abgesägt, die Bücher, die mir nicht gefallen haben. Bevor ich es vergesse, wir fangen mit dem ersten an, was ich dir einblende, und zwar Gespenster. Ja, das habe ich im Buddyread begonnen und es war einfach nur komisch. Also es war einfach nur komisch, denn man hat überhaupt, also ich habe überhaupt nicht verstanden, was das Buch mir sagen wollte, worauf es hinauslaufen sollte und, denn es gab Millionen von Themen, die direkt aufkamen und die aber irgendwie überhaupt nicht zielführend behandelt worden sind. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, weil ich bin der Meinung, das Buch wurde schon relativ stark gehypt, als es rauskam und auch im englischsprachigen Raum. Ich verstehe es gar nicht. Einfach weil es keinen roten Faden hatte. Und meine Buddy-Partnerin hat das Buch durchgezogen und sie hat mir dann erzählt, worum es geht und auch das hat nicht viel mehr Sinn ergeben. Es ist einfach meines Erachtens nach eine wirre Aneinanderreihung von verschiedenen Themen und ich mag das einfach nicht, wenn ich ein Buch lese und nicht weiß, worauf es hinauslaufen soll. Also ich brauche ja jetzt nicht immer ein Learning und so, sonst würde ich mehr Persönlichkeitsratgeber lesen und weniger Romane, aber ich brauche doch einen roten Faden und möchte wissen, was der Autor erreichen möchte und wo es hinführen soll. Also das fand ich einfach merkwürdig und ich habe, glaube ich, nach ungefähr 20% abgebrochen. Bei allen Büchern müsste es ungefähr bei 20% gewesen sein. Mal mehr, mal weniger. Aber ja, dann kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar einmal When You Look At Me. Fand ich an sich nicht schlecht, aber mir war es egal. Mir war es einfach egal, wie es weitergeht. Und dann war ich so ganz ehrlich, wozu soll ich da meine Zeit damit verbringen, wenn es mir egal ist? Und dann habe ich gesagt, okay, wir brechen das an dieser Stelle ab. Jemand anderes wird mit diesem Buch mehr Freude haben. Und das nächste Buch, da war es, naja, es war nicht ähnlich, aber okay, also zu, und zwar Sweet at Heart. Ich mochte den ersten Band sehr gerne, aber ich fand in dem Buch die Protagonistin so unangenehm. Wirklich, weil sie war grundlos, komplett hysterisch und einfach wieder so eine Frau, bei der ich mir denke, nee, warum werden solche Frauenfiguren geschrieben? Also weil sie einfach nur unangenehm war, hysterisch, zickig und und vor allem selbstgefällig. Und das war mir irgendwann zu viel des Guten, deswegen ich auch gesagt habe, schade, ich habe mich lange auf dieses Buch gefreut, aber nee, wir werden keine Freunde und an ihr habe ich keine Freude. Und dann kann ich auch diese Beziehungsentwicklung einfach überhaupt nicht fühlen, weil ich mir halt denke, was willst du von der?
Sie ist doch einfach nur komisch und eklig. Und also eklig von ihrem Verhalten her. So meine ich das. Also, nee. Da war ich so, okay, ich kann meine Zeit lieber mit einem anderen Buch verbringen. Und die letzten beiden Bücher sind einmal The Promises We Made. Habe ich ebenfalls im Buddyread gelesen. Tatsächlich mit derselben Buddyread-Partnerin wie Gespenster. Und ich habe sie beide mal hängen lassen. Ich war so, es tut mir leid, aber nee. Und ja, was soll ich sagen? Ich mochte hier eigentlich die Grundausgangslage und das Buch hat Tanja auch mal empfohlen oder meinte auf jeden Fall, dass sie es ganz gut findet. Aber ich muss sagen, ich fand es nicht so gut. Nicht schlecht auf jeden Fall und wie gesagt, es ist mal was anderes. Aber diese Problematik, weil die Protagonisten kennen sich von früher, doch dann gab es ein Drama und beide sind der Meinung, im Stich gelassen worden zu sein. Bedeutet also, es muss ein Missverständnis passiert sein. Und ich bin auch bis zu der Stelle gekommen, bei der die Geschichte nochmal vernünftig erzählt wurde, sodass man, also nicht, dass sie es geklärt hätten, aber sodass man als Leser wusste, was passiert ist und vollkommen im Bilde war. Und da dachte ich mir so, nee. Sehe ich nicht, fühle ich nicht und fand ich auch einfach eher störend und nervig als alles andere. Und zu guter Letzt haben wir dann ein Buch, was im Januar diesen Jahres bei mir eingezogen ist, auf das ich mich auch sehr gefreut habe. Und zwar Game Changer, aber auch das konnte mich leider gar nicht überzeugen, denn auch hier habe ich nicht verstanden, worauf es hinauslaufen soll. Und dann habe ich es gehört und dachte mir irgendwann so, auch hier, mir ist es komplett egal, wie es weitergeht. Wirklich, es juckt mich überhaupt gar nicht. Und der Klappentext klingt halt ganz cool, denn es geht halt eben darum, dass ein Junge auf einmal zum Mittelpunkt des Universums wird und dementsprechend alles in der Hand hat und ändern kann. Und dann ist auf einmal seine Realität eine andere als vorher. Und das bringt natürlich neue Umstände mit sich. Und hinzu kommt dann noch, dass er ein weißer Cis-Junge ist, glaube ich. Und es geht irgendwie auch um Rassismus, glaube ich. Oder müsste, ja, geht es. Ich glaube es nicht nur, es ist so. So, und das ist ja auch alles spannend und interessant und auch wichtig, aber irgendwie fand ich die Umsetzung einfach nur komisch. Und dann war ich so, lassen wir lieber und alles ist gut. So, das waren auf jeden Fall die 5 Abbrüche. Wie gesagt, es kann sein, dass ich noch 1 oder 2 hatte. Ich war irgendwie sehr schnell genervt und hatte da nicht so den Bock drauf. Und da kommen wir dann eben auch direkt zu meinen beiden Learnings, zumindest die mir jetzt aktuell einfallen. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen innerlich von mir selber gestresst war und dadurch manche Bücher einfach gar nicht wirklich genießen konnte und mir so dachte, ja, okay, lese ich jetzt halt. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen würde ich halt gerne an den Punkt kommen, dass ich sage, mein Sub ist ein bisschen kleiner und dementsprechend fühle ich mich damit wohler und kann auch flexibler mich anpassen und lesen. Also, dass ich halt wirklich sage, ich greife jetzt zu dem Buch und lese es jetzt. Und wenn ich mir jetzt ein neues Buch kaufe, dann kann ich es auch direkt lesen, ohne dass meine 5 Millionen Sub-Bücher rumheulen. Alles in Anführungsstrichen natürlich. Aber das ist etwas, was mich persönlich gestört hat. Und hinzu kommt auch noch, dass ja meine Leseliste, zu der kommen wir am Ende, dass die ja schon Thriller-lastig war und ich das ja auch wollte, aber gar nicht so viel zum Thriller-Lesen gekommen bin. Obwohl ich eigentlich in der Stimmung war. Aber dann kamen immer andere Bücher dazwischen und das war auch so eine Sache, die ich extrem schade fand. Weil klar, ich kann es selber entscheiden, aber ich habe halt einfach gemerkt, dadurch, dass ich so viel Auswahl habe nach wie vor, dann wähle ich halt was anderes. Dann wähle ich halt das, was ich oft lese. Und ich mag es sehr gerne, Thriller zu lesen und habe auch das Gefühl, dass es mich mehr überzeugt und mir unterm Strich mehr gefällt, selbst wenn ich dieselbe Sterneanzahl gebe. Also sagen wir, wir haben ein Romance-Buch, dem gebe ich 4 Sterne und einen Thriller. Und trotzdem gefällt mir der Thriller eigentlich am Ende besser, weil es was anderes ist, weil nicht alles dasselbe Strickmuster hat. Klar, irgendwann erkennt man auch Ähnlichkeiten und so weiter und so fort, natürlich, aber nicht so krass und ja, weiß ich nicht. Deswegen würde ich auf jeden Fall gerne mehr dazu kommen. Aber naja, mal schauen. Ich bin ja fleißig dabei, denn tatsächlich ist es so, wir machen jetzt weiter mit den Zahlen, Daten, Fakten, dass ich meinen Sub reduzieren konnte von, ich glaube es waren 125 bis 130, glaube ich, aber auf 99. Also mein Substand ist aktuell bei 99, aber er wird im November wieder hochgehen. Beziehungsweise im besten Fall komme ich auf mindestens plus minus 0. Einfach weil der November wieder ein bisschen kaufintensiver wird, weil verschiedene Umstände zusammenkommen. Du wirst es dann noch sehen und kannst dich darauf schon mal freuen, nachdem meine Neuzugänge im Oktober ja sehr übersichtlich waren. Auch das Video verlinke ich dir oben.
Dann haben wir außerdem mein Leseziel. Mein Leseziel sind 300. Was soll ich sagen? Ich habe mein Leseziel erreicht im Oktober und zwar genau 300. Ja, ich werde es auf jeden Fall hochsetzen, weil für mich ergibt es halt keinen Sinn. Ich habe jetzt noch 2 Monate. Für mich ergibt es keinen Sinn, direkt zu sagen, oh, ich habe es jetzt gemacht und so. Das weiß ich nicht, finde ich persönlich nicht sinnvoll. Ich weiß nur noch nicht, auf welche Zahl ich es hochsetze. Weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja, nicht zu hoch, weil dann setze ich mich halt wieder unter Druck und eigentlich ist es ja auch komplett egal. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn ich jetzt schon die 300 habe, dann kann ich auch auf 365 gehen. Vielleicht verstehst du das in einer anderen Dimension, aber mal schauen. Ich werde mal gucken, wie ich da das Ganze verändern werde. Ich werde es auf jeden Fall noch zu gegebenem Zeitpunkt anpassen. Und ansonsten, 5:1-Regel hat auf jeden Fall funktioniert, dadurch, dass ich wenig Neuzugänge hatte und viel gelesen habe. Also da bin ich total fein mit. Das war mega, also wirklich, das war richtig gut. Und die Rache des Sub, da habe ich, glaube ich, tatsächlich kein Buch gelesen, außer eben Sister of the Night. Das Buch war ja noch vom März, glaube ich, über. Also von dem her wenigstens, das habe ich auf jeden Fall geschafft. Fremdsprachige Bücher, nö, gab es leider diesmal nicht. Letzten Monat war ich da ja sehr gut dabei, beziehungsweise im Oktober nicht. Aber im November werden wieder ein paar voraussichtlich zusammenkommen. Von daher absolut im Rahmen. Und dann haben wir noch... ja, Ratgeber Persönlichkeitsentwicklung, nö, auch sehr schade. Da bin ich auf jeden Fall dann nächstes Jahr, freue ich mich dann drauf, da mehr zu lesen und dir auch mehr zeigen zu können. Denn wie gesagt, unterm Strich finde ich es super spannend. Und bei der 22/4/2022 Challenge bin ich jetzt fertig. Also ein Buch habe ich jetzt schon im November beendet, Anfang November. Aber dann bin ich an sich auf jeden Fall damit durch. Und ansonsten hatte ich im Oktober 7 Leserunden, also die ich beendet habe. Wie gesagt, die eine zu Der Orden des Geheimbaumes im November erst. Und 8 Buddy Reads. Also insgesamt allein dadurch sind schon 15 Bücher zusammengekommen, was halt richtig krass ist. Die Leserunden, falls du es noch nicht mitbekommen hast, veranstalte ich auf Instagram. Insofern, als dass ich immer 4, insgesamt 8, 4 pro Kategorie Bücher vorstelle. Einmal Romance, einmal Fantasy, Schrägstrich, alles, was nicht zu Romance gehört oder zu klassisch Romance. Und dann können diejenigen, die Bock haben, sich melden. Und dann erstelle ich eben die Gruppen. Wir klären alles, heißt, wie viele Abschnitte und wann wir starten. Und dann lesen wir halt und tauschen uns da aus. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Im November sind jetzt auch schon einige Leserunden am Laufen oder sind schon gelaufen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil man dann eben auch zu Büchern kommt, zu dem man vielleicht sonst die ganze Zeit nicht greift. Das ist tatsächlich nicht immer, bei mir zumindest, Subabbau fördernd, denn ich schaue tatsächlich, und das jetzt im November nochmal mehr, dass es auch Bücher sind, auf die ich Bock habe, die ich aber eben nicht besitze. Also, die ich dann als Hörbuch hören kann. Ist ja immer ganz praktisch, wenn man da die Möglichkeit hat. Und ja, das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, nicht Subabbau fördernd, aber auf jeden Fall so, dass ich dann die Geschichten kennenlernen kann. Und ja, die Leserunden im letzten Monat waren zu, lass mich überlegen, falls es dich interessiert, Der Orden des Geheimen Baumes, Roxy von Jared und Neil Schusterman, zu Dracula, zu, welche Romance-Bücher waren dabei? Punk 57 auf jeden Fall, Über die dunkelste See, Shape of Love und dann fehlen ja noch 2, die mir gar nicht einfallen. Ja, auf jeden Fall war es insgesamt eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und wenn du mal mitmachen möchtest, dann am besten bei Instagram mich verfolgen, mir eine Anfrage schicken. Nein, mir folgen, mich verfolgen und dann kriegst du es auf jeden Fall mit. Und ansonsten hatte ich noch 6 Rezensionsexemplare, die ich beenden konnte. Und das war's, soweit ich es sehe. Ja, das war's mit den Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt schauen wir uns doch zu guter Letzt meine Leseliste an. Ja, ich weiß nicht, die lief so semi-gut. Also insgesamt war ich auf jeden Fall dabei, aber ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt. Wir fangen an mit einem Buch, was ich dir wieder einblenden werde, und zwar Das Reich der Vampire. Mit dem Buch habe ich begonnen, bin aber nicht weit gekommen. Also ich habe es als Hörbuch angefangen und habe 1,5 bis 2 Stunden höchstens geschafft, weil ich mich daraufhin dann gefragt habe, ob es nicht besser wäre, das Buch zu lesen. Ich habe dann meine Community auf Instagram gefragt, habe da auch verschiedene Antworten bekommen, aber unterm Strich war es eigentlich die Antwort, es ist egal, ob man es liest oder hört, es ist etwas anspruchsvoller und man muss sich darauf einlassen. Und dann war ich so, ja okay, bevor ich jetzt Geld für das Buch ausgebe, weil ich weiß ja nicht, ob es mir gefällt, ich habe auch noch nichts von Neil Schusterman, nein, Quatsch, von J. Kristoff, sorry, habe ich bisher auch noch nichts gelesen.
Und ja, deswegen bleibe ich jetzt beim Hörbuch und werde es dann Stück für Stück zu Ende hören. Ich fand es bisher sehr langsam in der Entwicklung, aber ich meine, bei einem Hörbuch von 33 Stunden ist es offensichtlich langsamer von der Entwicklung. Und es ist ja einfach so ein dicker Klopper mit Welt und keine Ahnung was. Also dementsprechend lasse ich mich darauf ein. Dann haben wir als nächstes Buch, was ich aber nicht gelesen habe, haben wir einmal Die Arena. Wollte ich auch als Hörbuch hören, habe ich aber nicht geschafft. Auch das landet dann natürlich auf der aktuellen Leseliste. Und dann schauen wir mal, wann ich es endlich mal hinbekomme, denn ich habe es tatsächlich schon mal angefangen. Das war bestimmt mittlerweile vor anderthalb Jahren. Da habe ich das erste Kapitel angelesen. Es hat mir auch gefallen. Aber ich muss ehrlich sagen und schreib mir mal super gerne, wie es dir damit geht, wenn ich so dicke Bücher sehe, ich bin direkt abgeschreckt. Obwohl ich ja weiß, dass ich das schaffen könnte und dann ist es halt einfach so, als hätte ich drei Bücher gelesen. Drei in einem. Aber ich weiß nicht, da bin ich irgendwie noch nicht so fein damit, wenn die Bücher so super dick sind. Von daher mal schauen. Und dann geht's weiter mit den Büchern, die ich eben nicht gelesen habe. Und zwar The Girl Before. Habe ich leider nicht geschafft, aber ich freue mich darauf, das Buch zu lesen, denn ich habe ja ein anderes Buch von J.P. Delaney gelesen, was mir gut gefallen hat. Und Das Geschenk von Fitzek habe ich ebenfalls nicht gelesen, aber auch das werde ich lesen, damit ich dann meine Sammlung auch vollständig gelesen habe, außer das Joshua-Profil, aber das besitze ich ja aktuell auch nicht. Und dann habe ich zwei Bücher aussortiert, und zwar die beiden Bücher von Jennifer L. Armentrout, The Dead List und Deadly Ever After, weil ich sie einfach so angeguckt habe und mir dachte so, wow, ich bin gar nicht in der Mut dazu. Und auch nicht so, dass ich sage, ich werde irgendwann dahin kommen, sondern dass ich einfach so, nachdem ich Countdown to Kill gelesen habe, mir so dachte, ich glaube nicht, und natürlich ist es alles Interpretation, dass die Bücher so dynamisch sein werden wie das Buch. Und dementsprechend dürfen sie dann ein neues Zuhause finden mit bei einer Person, die mehr Spaß daran hat. Und dann kommen wir noch zu den Büchern, die ich gelesen habe. Ich glaube, dann haben wir alle. Ich gucke mal kurz einmal nach. Ja, das müsste hinkommen. Und zwar habe ich einmal Du gehörst uns gelesen von J.P. Delaney. Mochte ich auf jeden Fall. Keine 5 Sterne, aber ich fand es ganz unterhaltsam. Wobei ich mich eben gefragt habe, was genau jetzt der Thrill-Aspekt daran ist, weil den sehe ich ehrlicherweise nicht so ganz, aber finde ich nicht so schlimm. Und dann habe ich auch gelesen Flugangst 7a. Hat mir gut gefallen. Ich mochte den Geschichtsaufbau auf jeden Fall mehr als bei Mimik, dem neuesten Fitzek. Einfach weil, ich weiß nicht, es hat mir einfach besser gefallen. Ich fand es plausibler, ich fand es einfach insgesamt überzeugender. Und das letzte Buch ist eines von den Leserunden, und zwar Dracula. Ja, ich kann es nur immer wieder sagen, das, was man von Klassikern kennt und wie Klassiker tatsächlich sind, das unterscheidet sich durchaus. Es hatte einen anderen Fokus und Dracula ist tatsächlich eher ein Mittel zum Zweck und eine Nebenfigur als alles andere. Aber mein Gott, es ist was anderes und von daher kann man sich das mal anschauen. Ich würde allerdings es empfehlen, als Hörbuch zu hören, einfach weil ich sonst glaube, dass die Längen, die das Buch durchaus hat, dass die einen schon, ja, so ein bisschen anstrengen und vielleicht so ein bisschen die Nerven strapazieren oder dazu führen könnten, dass man das Buch pausiert oder vielleicht sogar abbricht. So viel zu dem Fazit. Wie gesagt, insgesamt bin ich wirklich zufrieden, aber so ein paar Sachen würde ich gerne noch generell ändern. Aber ich bin hier dabei, von daher ist alles gut. Schreib mir auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, wie dein Lesemonat gelaufen ist, was du so gelesen hast, ob du vielleicht auch irgendein Learning hattest. Und ansonsten lass mir ein Like und einen Kommentar da, auch gerne den Kanal abonnieren. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du kein Video mehr. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. I'm not going to do that.